Hallo und herzlich willkommen bei einem Minecraft Let's Play und das erste jetzt. Wir machen jetzt eine neue Welt und diesmal wird es länger und besser. So, nennen wir es Ha. Mir fällt nichts ein, also Überleben, machen wir mal so. Mal schauen, ja, das ist schon gut, ja. Dann mal los. Ich dachte, weil mir so langweilig wäre, dachte ich mal, warte mal, ich mach ein bisschen leiser, das ist voll. Ja, weil ich dachte mal, ich mache einfach mal ein Let's Play. Erstmal jetzt fürs Erste, jetzt mal so Minecraft Let's Play. Vielleicht nicht lange oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, ob ich lange aufnehme. Und so. Ah, da habe ich schon mal einen guten Spawnpunkt. Yep. Hübscher Wald. So, dann sammeln wir jetzt mal Holz. So. Nee, Birkenholz will ich nicht. Eichen ist besser. Lala. Natürlich wird es mehr Videos geben über diesen Let's Play. Aha, da haben wir schon mal viele. Ich habe das Gefühl, irgendwo ist ein Villager-Dorf. Wirklich. Das ist jetzt ohne Spaß. Und ich hoffe, es ist ein gutes. Falls nicht, dann habe ich Pech. Nein, bleib stehen! Ja, sieht gerade nicht so aus, als wäre hier eins. Bleib doch mal stehen, blöde Kuh. Ich mache aus dir Hamburger. Yam, yam, yam. Ja, okay, da haben wir schon mal hier. 4 Leder, können wir jetzt noch mal Schuhe machen. Komm schon. Bisschen Fleisch. Renn doch nicht so blöd. Ich muss mal wieder einkommen, Ding. Minecraft, weil ich spiele es nicht so lang. Also ich spiele es halt nicht so. Deswegen muss ich mich wieder einkommen lassen. Ja, geht doch. 7 Fleisch, 7 Leder. Perfekt. Ah, da haben wir auch ein paar Schafe. Können wir uns dann ein Bett machen? Erstmal diese Kuh hier umbringen. So, endlich. 8 Leder. Ja, können wir schon mal so einen Brustpanzer, glaube ich, machen. Oder Hose, keine Ahnung. Ja, die sind natürlich einfacher zu killen, ne? Natürlich. So, 2 und 3 hier. So, der wäre weg. Okay, jetzt suchen wir mal hier nach einem Villager-Dorf, weil es sieht echt aus, als könnte hier ein spawnen. Ist guter Platz, guter Platz. Wäre jetzt hier ein... Ja, ich glaube, da ist eins. Ja. Yep. Gut, gut, gut. Da hatte ich wirklich Glück. Ja, Weizen gibt's ja auch. Warte. Fleisch, Fleisch. Ich brauche Fleisch, Fleisch. Fleisch, Mama. Ich sterbe. So, das reicht jetzt erstmal. So, gut. Dann ist schon mal die erste Folge ja gut gelaufen, ne? Haben wir direkt einen Wille? Ja, Mann! Ein Schmied! Yes, Alter! Ich hoffe, das sind Dias. Bitte dir, bitte dir. Jetzt will er nur Scheiße ist, ohne Spaß. Sieht nach einem guten Scheiße. Der hat ihn schon mal im Ofen. Kohle haben wir aber leider nicht. Und? Oh! Scheiße, ist nur Kacke drin, ey. Ja, okay, ein Eisenhelm, wow, aber jetzt, ich meine, so Rohstoffe bietet Smaragd. Bietet ein Keks? Nee. Bietet jemand Weizen oder so? Ich hoffe, Farmer, oder? Es ist ein Priester.
Ist das ein Farmer? Der sieht so aus. Farmer bietet Smaragd. Ja, ich brauche 19 Weizen für ein Smaragd. Dann kann ich immer weitermachen. Hier. Hier. Warte mal schon mal ein. So, zack. Warte, ich krieg gar keine Weizen. Ich habe nur zwei. Ja, okay, die sind noch nicht immer gewachsen. Das ist behindert. Da hinten. Ja, hier sind ein paar gewachsen, ne? Ist doch schön. Aber so richtig gewachsen sind sie jetzt nun nicht, ne? Also. Aber Weizenfeld ist ein Weizenfeld. Weizenfelder sind immer wichtig. Habe ich hier nochmal Kartoffeln. Auch was zu fressen dabei. Und da kann ich schnell einpflanzen. Ein paar Weizen. Nein, mehr habe ich jetzt leider nicht. Was gibt's hier noch? Ah, Bücher, genau. Bücher sind wichtig. Für Bücherregal. Und dann, wenn wir Mandia und Obsidian finden, machen wir einen Zaubertisch. Dann können wir jetzt mal schön geil verzaubern. Bis Level 30 machen wir mal. Also hoffen wir, dass wir Level 30 packen. So, hat auch noch eine Werkbank. So, machen wir uns schon mal ein Bett. Und Stöcke. So, nehmen wir mal mit. Werkzeug mache ich jetzt mal ein bisschen später. Erstmal ein bisschen erkunden, was gibt's hier alles, was gibt's hier alles nicht. Ja, hier ist noch, wie gesagt, nichts gewachsen. In der Burg ist ja nie was. Ja. Ja, da ist ja nochmal Buchding, Bibliothek. Ist da was? Nein, das sind ganz normales Haus. Ja, da ist noch eine. Gut. Nehmen wir mal da. Zack. Was wir brauchen, ist noch ein Zuckerrohrfeld. Auf jeden Fall für Blätter. Okay. Und für Zucker? So ein bisschen Brot fressen. So, die Äpfel können wir für goldene Äpfel gebrauchen. Falls wir mal finden. Ja, dann okay, machen wir aber jetzt doch mal so eine Spitzhacke nur. Das reicht. Oder, ach komm, machen wir noch mal so ein Schwert und eine Axt. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir die auch mal mit, da haben wir wenigstens schon mal zwei. Hör! Gebratenes Hühnchen für ein Smaragd? Nein. Sieben gebratenes Hühnchen für ein Smaragd ist doch noch besser. Ach so, nein! Hä, was? Wieso stand da gerade 17? Oder, nee. Hä? Egal. Ich kann das machen. Ach komm, wieso nicht? Ich habe ja eh noch Bücher. Ich kann ja noch mal machen. Mach ich jetzt aber nicht. Oder? Was ist das? Namensschild. Nee. Oh mein Gott, für 20. Ey, das kannst du so abschminken, Junge. Du zockst ab, Mann. Machen wir nochmal. So, das reicht. Den Rest brauchen wir noch. Für 11 gebratenes Ding. Ah, fein. 10 Kekse. Nein, wir haben noch genug Essen, oder? Was sind das wohl hier? Ich finde, wir haben genug Essen. Also 10 Kekse, ja, Kekse bringen jetzt auch nicht so viel. Feuerstein. Nee, Feuerstein braucht niemand. Das kann ich mir einfach von Kies selbst holen. Einfach abbauen, schon habe ich alles. Hier ist nur so ein bisschen Ding. Ich bin ein Farmer. Ich bin ein Farmer. Lalalala. So, nehme ich erstmal ein bisschen Weizensamen. Also auf jeden Fall, jetzt gerade so in der ersten Folge läuft es schon mal bestens. Muss ich zugeben, ja, es läuft bestens. Besser könnte es gerade nicht laufen, weißt du? Eigentlich doch, aber ich meine jetzt nur, ist alles gut, guckt. Da haben wir hier direkt, jetzt ist so ein kleiner Wald. Wölfe sind da auch drin. Können wir ein bisschen so Holzkohle. Da ist noch direkt eine große Höhle, glaube ich. Groß. Weiß ich nicht, ob das ist. Ich nehme mal direkt mal eine Holzspitzhacke. Ja, groß ist sie doch nicht. Aber wir haben Kohle. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann können wir Ofenkartoffeln machen. Und was weiß ich noch. Ja, können wir ein bisschen Stein hier auch farmen. Aber ich weiß, es wird schon hier gute Dinge geben, Höhlen. Aber schade ist, hier gibt es jetzt keine Wüste. Denn für eine Wüste können wir einen Wüstentempel finden. Und ihr wisst, Tempeln sind richtig gut. Da kann man Dias finden.
Ein bisschen Stein, jetzt ein bisschen Farm hier können wir gebrauchen. Und für Steinwerkzeuge. Ofen können wir dann abbauen. Ach ja, warte, da war noch eine Truhe, oder? Ja, beim Schmied war noch eine Truhe, die nehme ich dann mit, da muss ich keine bauen. Den Eisenhelm ziehe ich jetzt nicht an. Für später dann mal. Blöd ist, dass man in Minecraft keine Steinwerkzeuge, also Steinwerkzeuge, Mensch, Steinrüstung machen kann. Steinrüstung wäre gar nicht so übel, weil dann braucht man einfach nur runter zu graben, Stein abbauen und schon kann man so eine Steinrüstung machen. Es gibt ja in diesem Creative Mode diese Kettenrüstungen da, ne? Aber die kann man nicht im Überlebensmodus machen, das ist keine Ahnung wieso. Aber geil wäre es, wenn man echt Stein machen könnte. Also schreibt mal in den Kommentaren, falls ihr es cool findet, wenn es so Steinwerkzeuge geben könnte. Das wäre gar nicht so übel, muss ich zugeben. Dann gehen wir mal zurück. Aha, es wird auch wieder Nacht. Und die Holzspitzhacke ist wieder bald kaputt. Bis wir erstmal so einen kleinen Unterschlupf hier finden. Also was nehmen wir? Warte mal, ein bisschen Kies mit. Feuerstein, bitte Feuerstein. Gib mir Feuerstein, gib mir Feuerstein. Ach man, wo bleibt das ganze Feuerstein? Ey, dieses Feld habe ich gar nicht gesehen. Perfekt. Ey, das ist ja perfekt. Paar Karotten wieder mal. Haben wir echt Glück, ne? Muss ich sagen, ey. Haben wir noch mal ein paar Karotten. Auch wenn die nicht fertig sind, nehmen wir die einfach mal mit. Noch mal ein paar Kartoffeln. Schnell, schnell, schnell. Bevor jetzt mal pombinette Monster kommen. Ich habe jetzt keinen Bock auf scheiß Monster. Die regen mich immer voll auf. Yep, und da kommen sie jetzt. Ich würde sagen, wir übernachten mal kurz beim Schmied, weil wir wollten ja eh was mitnehmen. So, da ist ja auch die Truhe. So, wo ist das Bett? Also, ich hab's ja da. So, nicht direkt pennen. Also, heute, jetzt gerade muss ich so sagen, es läuft bestens. Ich besser kann es gar nicht laufen. Alles ist gut. Wir haben alles perfekt. Alles drin. Also, echt cool. Hä? Hä, warte, hä. Sind wir aus diesen aufgestanden? Wow. Da müssen wir nochmal einpennen. So, jetzt geht's doch. Ja. Oh, warte, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Natürlich ist bitte wichtig. Ja, genau. Spitzhacke hier für Ofen. Ja, was habe ich denn aufgesammelt? Ja, habe ich. Naja, brauchen wir sowas? Ja, nee. Können wir dafür Dekoration benutzen für ein Haus? Aha. What the fuck? Was ist denn das für eine Höhle, Alte? Wow. Diese Berge sind auch voll cool. Ah, da haben wir auch direkt Zuckerrohr. Ist doch perfekt, ey. Ja, ist perfekt, ey. Wirklich perfekt. Wir haben hier viel Essen, also viele Tiere zum Töten. Dann haben wir noch direkt Zuckerrohr gefunden. Können wir ein Zuckerrohrfeld machen. Leder haben wir auch für Lederrüstung. Ist doch echt perfekt, oder? Was findet ihr? Da haben wir auch ein paar Schafe. Können wir so einen Teppich machen oder mehrere Betten für ein paar Gäste? Guck, da haben wir auch Kürbis. Das ist doch perfekt. Also, ich sag euch, wenn ihr auch auf PlayStation 3 System spielt, ich kann euch mal diesen Seed geben. Ich schreibe den dann vielleicht in, ich schreibe den dann in den Kommentaren. Da könnt ihr den mal eingeben auf die PlayStation 3 Edition. Dann habt ihr auch so eine Welt. Also, ich empfehle euch so eine Welt. So, das ist echt geil, diesen Seed. Wenn ihr diesen Seed eingibt, habt ihr den gleichen wie ich. Und dann habt ihr auch gerade so Glück. Falls ihr mit Freunden nach Überlebensmodus spielen wollt. Da haben wir auch hier direkt einen Dschungel. Perfekt. Wie gesagt, perfekt. So, dann können wir. Ja, die Kürbisse können wir doch auch aufsammeln. Für Kürbiskuchen können wir auch mal benutzen. Oder auch Dekoration. Können wir so Fackeln reintun. Sollen wir hier mal. Schon mal ein paar Kürbisse. Also ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir direkt so eine geile Welt bekommen. Also Berge haben wir hier. Haben wir noch einen Dschungel. Haben wir direkt ein Dorf. Gutes Feld. Tiere. Zuckerrohr. Ey, Höhlen haben wir auch noch so geil, ne? Ja, jetzt perfekt wäre es jetzt nur noch, wenn wir hier irgendwo Ding hätten. Eine Wüste. Sand haben wir auch noch da. Aber ich meine jetzt so eine Wüste. So ist jetzt richtig perfekt. So richtig hammergeil wäre das jetzt. Nicht, dass das jetzt scheiße wäre. Ich meine, es ist gut, sehr gut sogar.
Es ist einfach geil. Ich hab's echt nice. Dann gehen wir mal dahin und suchen nach einem Wüstentempel. Warte, noch mal kurz die Karte rausnehmen. Ist wichtig. Ja, ist markiert. Ja. Jetzt kann ich direkt einfach da mal hingehen. Wäre auch wichtig. Ich nehme schon mal mein Holzschwert, falls was passiert. Was wird uns wohl da erwarten? Ja, ich meine, Sand haben wir ja auch noch, ne? Ach, guck mal, da ist ja auch direkt eine Höhle. Da gehen wir aber jetzt noch nicht hin, sondern wir machen erstmal eine kleine Erkundungstour in der ersten Folge. Erstmal ein bisschen erkunden. Dann sehen wir, da haben wir auch gleich einen Sumpf da vorne. Winter haben wir hier. Also Wüste haben wir. Wald haben wir. Ozean. Okay, so, ja, Ozean. Fluss haben wir auch. Ja, ist perfekt. Wäre so noch, wenn hier ein Tempel wäre. Das wäre eigentlich geil. Ja, ich glaube, wir finden hier keine. Aber das macht jetzt auch nicht viel aus, denn Essen haben wir ja, ne? Das ist ja gut. Aber ein Tempel, wenn wir jetzt so einen Tempel finden könnten, wäre jetzt gar nicht so übel. Ne, ich glaube, hier ist keiner. Dann sammeln wir erstmal nur Zuckerrohr auf. Zack, zack. Zuckerrohr ist ja auch wichtig. Und dann auch mit dem können wir dann ein paar Kühe töten. Dann machen wir auch nochmal wieder ein paar Bücher. Und da können wir von dem einen Villager wieder ein paar Smaragde machen. Ja, mit den Smaragden können wir immer was kaufen. Handeln halt, ne? Das ist doch perfekt. Da können wir geile Sachen haben. Wie Beispiel, vielleicht könnten wir noch ein Diaschwert bekommen. Falls irgendwo so ein Hufschmied ist oder ich weiß gar nicht was. So ein verzaubertes Diaschwert wäre doch gar nicht übel, gell? Ja, da gehen wir jetzt lieber noch nicht hin. Da gehen wir noch nicht hin. Das ist viel zu früh. Ach, es ruft nach mir. Es ruft einfach nach mir. Aber es wird jetzt auch nichts bringen, weil. Naja, wir haben keine Steinspitzhacke für Eisen. Falls wir Eisen finden, ne? Meine ich jetzt nur. Sag mal, hä, wo geht's lang? Da, ne? Da geht's zum Villager-Dorf. Falls ich ein paar Kühe finde, dann muss ich die killen. Oder Pferde. Ach nee, ich scheiß auf Pferde, die brauche ich jetzt nicht. Auch wenn die jetzt Leder geben, aber lassen wir es lieber. Aha, da seht ihr ja noch. Die haben es echt gut. Wir haben eine Hammerstelle gefunden. Wir sind jetzt nicht ganz durch die Wüste gegangen. Deswegen, wer weiß, vielleicht ist da ein Ding. Also, wer weiß, also, dass wir da noch ein Ding finden. Tempel. Bauen wir Kohle ab, bis die Holz, diese Holzspitzhacke fertig ist. Ist so kaputt. Mist. So, dann muss man was schauen. Die Skins oder. Ja, egal. Wartet. So. Ja, egal. Ja, da habe ich bald mal auch dieses Ding beendet. Dieser Teil von Let's Play. Aber keine Sorge. Ich mache noch natürlich mehr Videos. Aber die werden erst in den nächsten Tagen vielleicht kommen oder vielleicht kommen die heute noch nacheinander. Weil, nun ja, ich werde jetzt verschieden aufnehmen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt dann jetzt heute direkt zwei Videos von diesem Minecraft Let's Play rausbringen werde. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ja gut, aber jetzt ist er rausgewachsen, ist auch perfekt. Haben wir auch wieder Weizen, ne? Wie viel Weizen haben wir? 14. Nee, warte. Und der hat nichts gedroppt. Ey, die habe ich alle gar nicht gesehen. Also seht ihr, hier ist viele Weizenfelder und so, ne? Also viele Felder. Da kann ich schon mal wissen, ne? Mehr noch mehr. Also auf jeden Fall, dieses Video ist auch bald beendet. Ich muss mir erstmal hier alles machen. Dann höre ich auf mit dem Video. Kaboom. So, wie viel haben wir hier? Essen haben wir eigentlich jetzt viel als genug. Also, was wir brauchen, ist jetzt eigentlich Schläge, Rüstung und Bücher. Natürlich nicht zu vergessen. Wo wollen wir denn wohnen? Nee, das ist viel zu klein. Nee. Wo sind denn diese normalen Häuser da? Es gibt ja auch diese kleinen, diese ganz großen Häuser hier.
Ja, komm, wir können doch hier einfach bei so Bibliotheken wohnen. Ja, wir wohnen einfach mal da. Da. Oder? Nee, wir wohnen da. Das ist jetzt klein da. Hier. Ist gar nicht übel. Hier können wir abbauen. Das brauchen wir jetzt eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht. Dann haben wir noch unsere Holzaxt natürlich. Dann nochmal ein paar Fackeln herstellen, damit es nicht zu dunkel wird hier. So einen kleinen Garten können wir dann auch noch machen. Und dann vielleicht bei ein paar Let's Plays werden vielleicht auch Freunde mitmachen. Weiß ich aber nicht. Wir werden ja schauen. Erstmal ein paar Werkbänke. Hier und hier. Dann tun wir hier das Bett hin. Ja, hier. Und dann die Truhe tun wir hier hin. Können wir schon mal ein paar Sachen lagern. Und dann nehmen wir hier Ofen. Dahin teilen wir das so auf in 9. Zack und zack. Schau mal hier ein bisschen Essen rein. Und hier Kartoffeln rein. Ein bisschen Kohle brauche ich schon, oder? Warte, ich nehme mal hier 1 Kohle. Ein Stück. Hier nehme ich auch nochmal ein Stück. Verquartet. So. Dann mache ich mir jetzt schnell Fackeln. Ein paar Fackis hier, ne? Boom. Da kommt noch einer. Nochmal so eine. Ja, da haben wir 8 Fackeln. Ist nicht übel. Ein bisschen Licht machen. Ist gar nicht übel. Ja. Schöne Behausung eigentlich, ne? Wird ja auch schon reichen. Dann haben wir natürlich noch ein bisschen Holz. Können wir noch irgendwas damit anstellen? Was zum Beispiel? Ein paar Sticks hier. Vielleicht noch mal so ein Steinsort. Zack, zack. So, und jetzt ordnen. Jetzt wird ein bisschen geordnet. Hier. Da ist es ja. Da. Nein. So. So. Ich ordne es halt gern, mein Inventar, weil ich finde es besser. Einfach nur besser. Hier. Und die ganzen Karotten. Die Karotten tue ich dahin. Dann jetzt in die Truhe. Da tun wir da. Rein. Sachen, die ich alles nicht brauche. Ja, yep, das war's. So. Hatte ich alles schon mal, ne? Mal ein bisschen fressen hier. Was habe ich hier noch? Ofenkartoffeln? Ja, da habe ich. Ne, keinen Ofen. Was habe ich da? Da tue ich die mal da dazu. Aber in der nächsten Folge, wenn wir mal auf Ding gehen, so Kohlenjagd, weil, um ehrlich zu sein, Kohle brauchen wir ganz dringend. Ja, das macht schon mal hier, ne? Ja, und das war's vom Video. Falls euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch oder abonnieren. Es hat eigentlich gut geklappt, dieses Let's Play. Und beim nächsten hoffe ich, es wird auch gut klappen. Und ja, das war's von meinem Video. Und tschüss.